Herzlich willkommen zu der Ascent. Wir sind hier stehen geblieben, wo wir die Produktion erhöhen müssen. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Denn der Kiste ist nichts. Auf geht's. Sie sind schon stärker geworden, muss ich sagen, die Gegner. So. Um Deckung zu freuen, nützt natürlich extrem. Wir müssen hier entlang. Hier waren wir schon davor, in der letzten Folge. Weil wahrscheinlich hat es nicht gespeichert. Oder es geht weiter. So, jetzt fehlt nur noch der Boss. So, Kraftgeld aufsammeln. Wir haben echt viel Leben verloren, muss ich sagen. Wie gesagt, die Gegner sind auch stärker jetzt als sonst. Wird immer schwieriger, das Spiel. So. Hier drüben ist noch einer. Das Leben fallen lassen, sehr schön. Auf geht's weiter. Man muss die Deckung ausnutzen. So, mal schauen. Okay, ein Lebenspaket holen wir noch. Auf geht's weiter. So, 180 U-Kredit bekommen. Vernichtet. Kleiner vernichtet. Ne, wenn wir schon ganz in der Nähe sind, können wir ganz kurz unser Leben nochmal auffüllen. Ja Leute, sicher ist sicher. Mal schön nachfüllen. So, hier geht's entlang.
zur Energieversorgung angekurbelt. Ja, hier war nichts drin. Zu viele Gegner. Oh weh, das sind zu viele. Ja, und zwar zu erwarten. Hat am Schluss zu wenig Leben, um das zu schaffen. Ja, Leute, ich hoffe, die Gegner sind zumindest beseitigt. So, hier sind noch Gegner. Diesmal haben wir es geschafft. Kopfgeld auf ihm, Leben auf ihm. So, kurz Leben auf ihm nochmal. Für die kommenden Feinde aufrüsten. Nehmen wir natürlich mit. Okay. Wir müssen hier entlang. Hier sind wir vorher nicht weiter gekommen. Schon wieder gestorben, ich glaube es ja nicht. Auf welche Level ist denn die Mission? Hauptmission? Stufe 11. Wir sind welche Stufe? Wir sind Stufe 12. Fähigkeiten? Wir haben keine Fähigkeitspunkte. Nee. Schauen wir mal Ausrüstung mal an. Astrobrecher. Raketenwaffe.
Sekunde, machen wir mal Astrobrecher. MP-Granat wäre besser. Panzerung, Kopf. Das ist besser als der Rest. Ja. Müssen wir mal gucken. Das scheint noch besser zu sein. Beine. Nehmen wir das hier. Was kann man hier machen? Okay, das wird schon reichen, denke ich. Das sind die Waffen, ne? Den Krampf mal aus. Vielleicht bringt die Waffe extrem viel. Mit so einer riesigen Waffe macht er einfach mal sich überschlagen. Wahnsinnig krass. Bringt auch nichts, wie wir sehen. Oh Mann. Dann müssen wir es auf der taktischen kluge Art jetzt schaffen. Müssen uns schlau anstellen. Bringt auch nicht, Leute. Okay, ein letzter Versuch, würde ich mal sagen. Danach weiß ich auch nicht, was die machen. Falls ich es nicht schaffe. Ich schätze mal, das wird immer gleich enden. Deswegen sage ich letzter Versuch. Weil ich sehe keine Erfolgschance, irgendwie da durchzubrechen. Zumindest nicht ohne bessere Bewaffnung und bessere Skills und so. Na gut, Leute. Ich pack das irgendwie nicht, hey. Ich glaub's ja selbst nicht. Naja, wir könnten uns mal überlegen, was wir machen könnten. Das Let's Play abzubrechen wäre ein bisschen schade. Ist halt die Frage, ob wir die nämlich schon machen können. Stufe 10, Stufe 7. So. Machen wir mal zwischen die Mission. Zeigst du natürlich nicht an, wo die Mission ist. Dann abgezischt. So, zeigt es auf jeden Fall an.
Sind wir wieder nach unten, oder wie? Oder nach oben? So sehen wir jetzt aus. Boah, 1000 Meter in die Richtung. Alles klar, Leute. Die nächsten 1000 Folgen gehen wir in die Richtung. Dann sind wir bestimmt irgendwann mal da in der Zukunft. Vielleicht schon zu meinem zukünftiges Ich. Viel Spaß beim Kämpfen. Aber jetzt vielleicht müssen wir laufen. So, das habe ich Level 10. Mal schauen, ob wir das auch schaffen oder nicht. Der hat mich mit 2 Schlägen K.O. gehauen. Oder was ist los bei dem Spiel? Haben sie das Spiel jetzt viel schwieriger gemacht als sonst? Glaubst du nicht? Mit 2 Schlägen war ich weg. Obwohl ich volles Leben hatte. So, jetzt bin ich gespannt. Diesmal habe ich kein Leben verloren. Eliminiert. Die Ziele wurden eliminiert, Sire. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen dahin, glaube ich. Oder einen Moment. Ne, wir müssen in die Richtung. Da ist ein Smiley auf dem Boden. Tja, ich habe ihn nicht lange zum Leben lassen. Wir hatten, wo wir in der Stadt sind, auch unsere Ausrüstung verbessern können. Fällt mir ein, aber egal, das machen wir dann später. Eliminiert, weiter geht's. Neun müssen wir. Aber wir müssen hier hoch, okay. Stirbt's.
Vielen Dank. Nochmal vernichtet und weiter geht's. Wie viel Meter noch? 200 Meter noch. Noch nicht so gut wie geschafft, Leute. Zum Zielgebiet anzukommen, zumindest. Wie die Leute den zusammenschlagen oben. Habt ihr gesehen? Zurück muss ich sagen. Okay, dann hier den erledigen. Die beiden. Den hier und den hier. Leben wieder fast gefüllt. So, der Markt wird aufgewühlt. Ich sehe gerade, wir sind am Ziel vorbeigelaufen. Hier ist es schon mal nicht. Hier müssen wir hin. Wo eventuell füllen wir ganz kurz unser Leben auf. Ich da. Ich sehe gerade, das ist kein Leben. Geld umsonst ausgeben. Gebäude gibt's, Lebensautomat gibt's hier nicht. Na gut, was soll's, dann gehen wir ohne Leben rein. Also mit bisschen Leben. Vielleicht müssen wir ja nicht kämpfen. Ich hoffe, wir müssen kämpfen. So. So, die Tür ist offen. Wir haben leider fast kein Leben mehr. Mensch. Das Leben ist zumindest diesmal voll gefüllt. Bevor wir reingehen, ist unser Leben voll. Ah, hier hätten wir Leben auffüllen können.
Wir sind gerade mal so davon gekommen. Ohne Schaden zumindest. So. Your imp just sent word. So the fuckers recycled Andina? Find a holophone and call me. Jetzt müssen wir hier rein. Better to talk over a secure line. But their place is bristling with scanners and bugs and shit. So what the fuck is Avidium 348? They sucked it out of her like she's some sort of fermented sauce keg. How did she get it in the first place? I bet it's connected to that fucking soda they make. Athena couldn't stop drinking that crap. But where did they get that Avidium from in the first place? I want answers. Wieso Avidium bei jedem Space-Spiel wichtig ist, frage ich mich. Das muss ich mal nachgoogeln. Hook me up through your imp so I can check their server data for myself. I want it unfiltered. And give me some Avidium too. Ich kann planen, was Avidium sein soll. Beweis 1. So. You found both logs and an actual sample. Upload me those. All right. Now let's see what those bastards want. You won't believe this. That fucking alien you wasted was sliding out low-grade iridium somehow. And these assholes discovered that it could be refined in war bodies. Fuck knows how they found that out. So they started adding it to the feral soda, and they kept dibs on big drinkers, like my Aunt Dina. She was a fucking brewing vet to them. The process killed her, and they just sucked the high-grade avidium out of her body. And then they made big bucks from shipping the 348 off-planet. No man, no man. Operation down for good. Everyone's gonna know what Feral does to them. Bring me that sample. Garkessel wurde die Leichen verwendet, um Ovidium zu speichern. Übelst schlimm, Alter. So. Das sind neue Gegner da natürlich. Boah, alle vernichtet, ey. Krass. Ich dachte, das geht jetzt noch schlimmer aus. Boah. Wollt ihr mich verarschen? Mist. Ist denn wieder Schatz zurück, oder wie? Ja.
Ja, Leute, muss ich dazu noch sagen. Voll in ihm. So, aber jetzt. Ja, gut, Leute, dann würde ich sagen, für die Folge haben wir es geschafft. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, ich würde mich fürs Erste verabschieden. Haut rein, bis dann, tschüss.